Ich teste heute die beste Business Class der Welt und vergleiche diesen 6.000 Euro Sitz gegen ein 500 Euro Economy Class Ticket. Welcher Service ist schneller? Welche Sitze bequemer? Und gibt es wirklich eine eingebaute Spielekonsole? Jonas und Carefree testen jeweils die Holzklasse, während ich mich auf die luxuriöse Fast First Class und all ihre Vorzüge freuen darf. Wie unter anderem auf eine VIP-Lounge direkt hier am Abflugterminal. Wir fliegen nach... Unser Zielland könnt ihr mal bis zum Ende des Videos in den Kommentaren erraten. Tipp Nummer 1, die Flagge des Landes ist ebenso besonders wie die Airline, mit der wir heute fliegen. Mit der zweitbesten Airline der Welt. Bei Katar ist Business Class schon im Vergleich fast wie First Class bei Lufthansa. Deswegen, ich freue mich sehr, sehr, sehr auf diese Experience. Oh, jetzt hier fängt schon an. Gibt es die Priority Line und die Economy Class Line. Und ich gehe hier die Priority Line. Wie üblich, einfach Economy Class. Ihr müsst jetzt alle anstehen, viel Spaß. Da ist er schon. Und wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ich bin schon durch. Das ging sehr, sehr schnell. Die meinten ran so, genießen Sie die Business Class. Na, mein Guter. Ich wünsche viel Spaß. Ja, ich gehe jetzt erstmal an die Lounge. Was hier nicht? Ah, hier gibt es keine Lounge, oder was? Nein. Das ist mir auch passiert. Nein. Darauf habe ich mich gerade am meisten gefreut. Das ist gerade richtig Break. Jetzt sitzen wir beide hier. Jetzt sitzen wir beide hier. Du kannst gleich sehr viel essen. Ja, ja. Da werde ich auch den Prinzip schlagen. Nächster Scam. Es gibt weder Economy noch Priority Lane. Wir gehen genau die gleiche Lane. Das hat sich ja alles gelohnt hier. Ich finde Business, ja. Wir können dann gleich vorgehen. Okay. Also, mein Lieber, ich wünsche Ihnen einen guten Flug. Danke. Als erstes ins Flugzeug. Hallo, hi. Boah, Leute, schaut euch das mal an hier. 11J, das ist mein Sitz. Boah, Leute, schaut euch das mal an, wie riesig das hier ist. Das ist unser Sitz hier. Junge, 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 geil. Ich freue mich so krass da drauf. Und der meinte zu mir noch, ich habe einen Gangplatz. Jetzt habe ich doch einen Fensterplatz. Während Fabi schon einchecken durfte, müssen wir hier jetzt noch warten. Und Fabi darf sich jetzt gerade bestimmt schon mal den ersten Champagner gönnen. Vielen Dank. Darf ich auch ein Ja, thank you. Wein und ein normales Menü. Das fühlt sich gerade irgendwie an wie ein Traum. Das ist absolut. Boah. Das ist. Wow. Das ist cool. Das checken wir aber später alles noch aus. Wirklich, danke, dass ihr meine Videos schaut, weil ohne euch kann ich das hier nicht machen. Wirklich, vielen, vielen Dank. Boarding hat gestartet. Ich bin sehr gespannt, weil Katar soll ja trotzdem top sein. Wir laufen jetzt durch die Business Class durch, aber wo ist Fabi? Moin! Moin! Hallo! Schon habe ich meine Privatsphäre, während die anderen Leute hier einbauen. Ich bin ein bisschen überfordert, was wir hier alles noch erkunden können. Und genau deswegen kommt sie ins Spiel. Hi, good afternoon. Good afternoon. My name is... I'm gonna be looking at their usual flight today. Nice. Yeah. Nice. Right. Would you like to grab something to drink before takeoff? Yeah, yeah, that would be awesome. Wir hatten eine persönliche Flugassistentin. Die ist auf jeden Fall relativ freundlich gewesen. Wir sind jetzt gerade mal ein Luxury Non-Alcoholic Bubbly bestellt. Und ein marokkanischer Minztee. Also wir werden hier alles noch testen, ne? Aber die ersten Sachen, die wir hier direkt auffallen, ist dieses Paket, was auch immer da drin ist, exclusive design. Das werden wir auf jeden Fall auschecken. Okay, das ist nur ein Kissen. Boah, geil, das ist die Decke. Habt ihr schon mal solche Anschnallgurte gesehen? Für den maximalen Komfort, oder was? Wow, cool. Thank you very much. In diesem Sinne, lasst uns den Flug genießen. Ich frage mich, wie es bei Jonas gerade aussieht. Wir sind jetzt an unserem Platz und ich zeige euch jetzt mal, was es hier alles so gibt. Einmal Kopfhörer. Da gibt es so ein weißes kleines Kissen und wir haben hier eine Decke. Das Kissen ist im Rücken. Ja. Die Decke, die setzt sich dann ein, wenn wir oben sind und schlafen. Die sitzt nicht so, ist gemütlich. Er fühlt sich bequem an. So, Freunde, es geht los. Wahrscheinlich teuersten 5 Stunden 10, die ich jemals bezahlt habe. Ja, wir verlassen Frankfurt Richtung Doha. Wir fliegen nämlich heute zuerst nach Doha. Ach, ist das herrlich. Ist das herrlich. Hier fällt alles runter gerade. Fliegen wir mal los. Wir sind gerade in dem Moment abgehoben. Jetzt müssen wir schon unser Essen bestellen. Spinat mit Ricotta und Trüffel Panna-Soße. Das hört sich geil an. Ich glaube, das nehme ich. Hätte mich jetzt jemand blind hier reingesteckt, ich würde denken, das ist First Class, weil Service, der ist einfach on another level. Zuerst kamen jetzt schon mal die Nüsse, ein Karate und dann auch noch Geröstet. Jetzt checken wir mal die Toiletten aus, wie die hier sind. Ja, actually, das sieht echt hochwertiger aus wie jetzt auf einer normalen Toilette. Also hier mit dem Holz, mit dem Spiegel, hier noch ein Spiegel. Noch ein Spiegel. In diesem Badezimmer befindet sich auch eine Schublade. Was er für Zahnbürsten. Oh, das ist actually geil. Das packe ich mir auf jeden Fall auch ein. Hier findet man eine sehr hochwertige Zahnbürste. Ich frage mich ehrlich gesagt, ob die Toilette bei Jonas und bei Carefree auch so aussieht. Parfüm in der Economy Class. Das habe ich tatsächlich noch bei keiner Airline gesehen. Riecht ganz cool, so ein bisschen zitronig. Dann haben wir natürlich Tücher und eine Seife ganz normal.
mal. Das ist die Toilette der Economy Class. Ist schon irgendwie so Schlafenszeit irgendwie. Die hat sich schon der erste hingelegt. Ich bekomme stattdessen mein bestelltes 4-Gänge-Menü serviert. Kann das Essen hier oben wirklich Restaurantqualität erreichen? Der Gruß aus der Küche ist angerichtet. Es gibt eine Garnele, Brot, eine Kerze, die keine Kerze ist. Und es gibt Butter mit Netzhändchen. Boah, ist ein Brot nicht schön warm. Mm. Als nächstes, meine Freunde, das Soup of the Day. Schmeckt krass. Jetzt würde ich im Restaurant sitzen. Ich bin im Restaurant. Ein paar tausend Meter über den Erdball. Schau hier raus auf das Abendbrot. Für mich gibt es jetzt als Hauptspeise Ravioli, Spargel und eine Trüffelsoße. So statt jedenfalls auf der Karte. Frag mich, ob Jonas und Claire für auch so was Leckeres zum Abendessen haben. I doubt it. Mein Salat, Patty und Nachtisch. Naja, in der Business Class wird das Essen besser sein. Taste Test? Boah, geil, das schmeckt wirklich nach Vogel. Sehr, sehr lecker. Allein, was so serviert zu bekommen, auf 1000 Meter Höhe. Ich schwöre, das schmeckt nicht so gut in der Economy Class. Schmeckt. Ehrlich gesagt, 3 von 10. Ich würde auch nur eine 4 von 10 geben, glaube ich. Oh, Freunde, ich sag's euch so, wie es ist. Ich bin richtig voll. Das hier ist jetzt mein letzter Gang. Fresh Berries. Oh, geil. Man sagt ja immer einmal Business Class, immer Business Class. Langsam kann ich es verstehen. Gar keinen Bock mehr, die Economy Class wieder zu tun. Müssen wir noch einmal umsteigen. Schon eine ganz, ganz andere Art und Weise zu reisen. Viel angenehmer, viel komfortabler, viel, ja, viel schön. Kommen wir zum Test of the Tests. Denn wir werden jetzt mal schauen, bei wem der Service schneller kommt, wenn man die Service-Taste drückt. Ist es in der Economy Class bei Jonas und bei Carefree? Oder ist es bei mir, wo man es erwarten würde, in der Business Class? Wir drücken jetzt mal gemeinsam den Service-Button. 3, 2, 1, die Zeit läuft. Da oben, er schaut jetzt so ein Lämpchen. Ich werde das. Das ist nicht schlimm. Du hast sie das Licht nicht gesehen. Die ist fertig. Schon gezogen. Gleich sind 10 Minuten rum und es ist immer noch keiner vom Service da gewesen. Und die haben auch echt viel zu tun hier. Also die muss hier die ganze Reihe machen. Und in der Business Class haben die deutlich mehr Mitarbeiter für viel weniger Passagiere. Jetzt erloschen und ich habe nichts gedrückt. Es ist einfach rausgegangen. Jetzt machen wir mal eine Tour. Wir machen hier schon mal die an. Das ist Do Not Disturb. Es kommt noch mit so einer Box, die habe ich noch nicht geöffnet. Das ist echt heftig. Wow. Eine Body Lotion, zweite Creme, Lippenbalm. Das passiert nämlich auch beim Fliegen, dass Lippen so rau werden, das ist smart. Gibt sogar ein Parfum mit dabei und Socken. In den Socken befindet sich Ohrstöpsel, das soll ich jetzt entschlafen, und Schlafmuskel. Dann haben wir, obviously die ganzen Knöpfe, die probieren wir gleich aus. Wir haben diesen extra Sitz, den ich halt richtig geil reinchillen kann, was Fenster schauen kann, wenn man dann was sieht. Und ich habe vorhin schon was entdeckt. Ich weiß nicht, ob das da unten Schlauchboot ist. Ich würde sagen, probieren es einfach aus. Wild, man kann das hier auf jeden Fall so hoch machen. Warte mal, hier ist noch was. Oh, nein! No freaking way. Das glaubt mir kein Mensch. Hier ein Wasser. Hier kann man Sachen verstauen. Geil. Hier sind Headphones. Junge, die sind aber geil. Boah, ich glaube, in der Economy Class sieht die anders aus. Kommen wir zu den Griffen. Es gibt einmal Licht. Das ist die Flugposition, die erste Position. Die, ja, okay, das ist so eine halbe Schlafposition. Oh. Okay. Hier verschwinden meine Beine. Boah, hier ist echt viel Platz. Und es sind auch zwei neue Knöpfe aufgetaucht. Hier einmal, da gibt es das Licht da vorne. Und ich kann von hier unten auch schon den Sitz direkt wieder nach oben bewegen. Hier haben wir noch alle möglichen Stecker, HDMI-Stecker. Hier kann man, glaube ich, irgendwie bezahlen, wenn man sich irgendwas holen möchte. USB ist klar, das ist für den Kopfhörer. Das finde ich wild. Einfach eine richtige Steckdose. Das finde ich jetzt auch hier sehr, sehr geil. Das sieht einfach so aus wie eine PSP. Ich weiß nicht, ob ihr PSP damals gespielt habt. Das ist unser Controller für den Screen da oben. Kann hier auf Unterhaltung gehen, wenn man es mal filmen. Man kann auch einfach hier über den Controller einen Film auswählen. Das heißt, wir auf Start. Und dann geht direkt los. Geil, das macht natürlich auch Spiele spielen hier viel, viel geiler. Ich versuch mal Angry Birds. Ah, okay. Oh, der ist gut, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Ah, scheiße. Ja.
ist geplagt, aber ganz schön. Leider nicht so die geilste Qualität. Ich frag mich, ob Jonas und Gabriel auch so ein Entertainment-System haben. Tatsächlich kann die Economy Class hier echt gut mithalten. Beide haben ebenfalls einen großen Touchbildschirm, auf dem man Spiele und Filme genießen kann. Wir machen mal einen Bollywood-Film am Start. Aber jetzt genug zum Entertainment. Testen wir mal, wie gut ich hier drin schlafen kann. So, Freunde, nach einem kleinen Nap. Ich fühle mich hier richtig erfrischt. Das hat richtig gut getan. Ich bin mir fast sicher, dass Jonas nicht so gut geschlafen hat. Ich habe keine Minute geschlafen. Ich bin jetzt echt müde, muss ich sagen. Ich bin froh, wenn wir gleich endlich gelandet sind. Ich möchte gar nicht ankommen. Ich möchte diesen Sitz einfach weiter sitzen und weiter mitnehmen. Wirklich. Das war der Sitz. Ich sag dir jetzt Tschüss. Jetzt sehen wir Jonas. Wie war denn deine Experience? Ja, war nicht so lange der Flug, Gott sei Dank, aber ich war froh, als wir jetzt gerade gelandet sind. Meine Experience war gut. Auch. Ja, ich würde auf jeden Fall nicht zu Business upgraden. Wirklich nicht? Nee, weil ich habe so geguckt und dachte mir, ja, man kriegt mehr Essen. Aber ich bin eigentlich auch satt geworden. Was würdet ihr buchen? Business Class oder Economy Class? Ich schreibe es gerne mal in die Kommentare. Alles, was jetzt kommt, das kommt dann in den nächsten Videos. Wenn Videos hier aus Doha bzw. dann aus Sri Lanka folgen. Wir sehen uns im nächsten Video auf Hauptkanal oder hier auf dem Zweitkanal wieder. Bis dann. Ciao.